Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück in Waldau, unserem kleinen Rundlingsdorf. Es regnet und stürmt. Gewitter ist, glaube ich, sogar hier im Anmarsch. Ja, wir sehen es gerade. Obwohl wir Mai haben. Aber klar, im Mai gibt es auch mal schlechtes Wetter. Warum nicht? Wir haben zuletzt hier die 5 Wohnhäuser gebaut, die Hofstellen, die wir benötigt haben, damit die Leute nicht mehr obdachlos sind. Insofern einen wichtigen Schritt geschafft. Aber jetzt geht es darum, dass die Zufriedenheit über 50% anwächst. Das erreichen wir vor allem mit Lebensmittelvielfalt, im Moment zumindest. Und wir müssen Geduld haben, bis dieser -3-Faktor Obdachlosigkeit langsam weggeht. Aber wenn jetzt irgendwann dann auch die Moorrüben kommen und die Hühner ihre Eier liefern, dann sollte das mit der Zeit klappen. Wir sehen jetzt auch, hier steht schon jemand und handelt. Wartet mal, wir können auch direkt, glaube ich, den Lebensmittelstand anschauen. Wir sehen, Fleisch und Brot wird angeboten. Das heißt, noch legen die Hühner keine Eier. Dann würde das nämlich noch weiter ansteigen, diese Vielfalt. Was jetzt ebenfalls wichtig ist, dass jetzt hier Brennstoff, also Holz gehackt wird, Brennstoff produziert wird für uns. Das geht aber auch alles erst los. Ja, fällt ein Baum. Irgendwer fällt gerade ein Baum. Aber es sind sicher nicht diese Leute. Ah, schaut mal, er bringt erstmal sein Schild zurück. Und Ditz ist krank. Das ist natürlich auch nicht gut. Der Sohnemann will jetzt einen Baum fällen, den können wir mal begleiten dabei. Denn tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es so, dass diese Leute hier meines Wissens keinen Ochsen benötigen. Die machen den Baum, glaube ich, direkt vor Ort gleich klein. Und schaut mal, er läuft sogar zurück. Das finde ich ein schönes Detail. Er läuft zurück, damit er nicht vom fallenden Baum getroffen wird. Das gefällt mir. So, und was macht er jetzt? Er pfeift ein bisschen, das ist sehr sympathisch. Na gut, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil der Baum eigentlich da liegt. Aber ich glaube, er hackt ihn jetzt so weit in Stücke. Na, schaut mal, jetzt hat er irgendwie ein Teil. Ach ja, schaut mal. Oh, das allerdings wiederum ist cool. Also er hackt vor Ort Stücke und wird jetzt das Ganze zu Brennholz dann verarbeiten und hacken. Ja, schön auf den Stumpf. Zack. Da haben wir das erste Brennholz. So, und jetzt, also entweder, also da das Lagerhaus nicht besetzt ist, bleibt das erstmal in diesem Lager. Und wenn wir das Lagerhaus auch weiter nicht besetzen, dann wird jemand aus der Familie hier beginnen, Brennholz zu verkaufen auf dem Markt. Ne, das ändert sich dann, wenn jemand im Lagerhaus ist, dann wird das Brennholz hier hingebracht und der Typ im Lagerhaus macht diesen ganzen Verkauf. Das werden wir jetzt sehen, denn der bringt jetzt hier das Brennholz irgendwo hin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das System, bringt er das Ganze zum Markt. Und das ist natürlich sehr ineffizient. Aber wir haben im Moment eben nicht mehr Familien, dass wir jetzt hier auch das Lagerhaus noch gut ausstatten können. Allerdings haben wir jetzt eine Familie, die nichts arbeitet. Und ich würde jetzt eine Sache tatsächlich schon wieder weiter treiben. Nämlich schon mal die nächste Hofstätte planen. Warum? Weil Bevölkerungswachstum gibt es nur. Ja, das ist zu schmal. Okay, wir müssen hier unten breiter gehen. Gibt es nur, wenn wir freie Wohnhäuser haben. Ja, das sind 2, so wollen wir das auch nicht. Das passt. Das heißt, Wachstum, die Voraussetzung für Wachstum ist mehr als 50% Zufriedenheit und eine freie Hofstätte. Deswegen ist das jetzt das nächste Wichtige für uns. Mhm. Gut. So. Okay, aber dennoch, also wir brauchen jetzt die freie Familie, die das macht. Was wir uns natürlich jetzt immer mal wieder angucken müssen, weil das vergisst man leicht. Wo arbeiten jetzt eigentlich die Familien? Da vermisse ich tatsächlich so ein bisschen eine tabellarische Übersicht. Man kann sich das aber anzeigen lassen, indem man die Tab-Taste drückt. Und dann sieht man, da arbeitet jemand, da arbeitet jemand, da arbeitet jemand, da arbeitet jemand. Das sind 4.
Und Nummer 5 ist halt Bauarbeiter. Genau. Da können wir jetzt auch schwer einsparen. Was man einsparen könnte, ist dann als nächstes hier, glaube ich, beim Holzfällerlager. Ich glaube, wir werden immer den rausziehen, wenn wir arbeiten, also wenn wir Bauarbeiten haben. Aber jetzt geht's noch, weil ich bin überlegen, was jetzt das nächste Produktionsgebäude sein sollte. Und da schauen wir jetzt mal auf die Bedürfnisse. Wir brauchen für die nächste Stufe eine Kirche und Bekleidung. Das heißt Bekleidung in diesem Falle Leinen, Leder oder Garn. Und für uns ist natürlich Leder jetzt sehr naheliegend, weil wir die Felle haben. So, aus dem Grund wäre eine Gerberei jetzt überaus praktisch. Und da würde ich dann, glaube ich, auch die nächste Familie hinpacken. Aber was wir ebenso brauchen, jetzt bin ich am Überlegen, was wir da zuerst machen. Was wir ebenso brauchen, ist eine Kirche. Für die Kirche benötigen wir Bretter. Und um Bretter zu bekommen, wiederum benötigen wir die Sägegrube. Und da brauchen wir natürlich auch eine Familie, die arbeitet. Und dabei wird es schon immer kniffliger. Ja. Man könnte auch die Gerberei immer nur phasenweise betreiben, aber dann ist das wieder das Problem mit dem Marktstand. Naja, wir brauchen Wachstum, ne? Wir haben aber bald Wachstum, weil wir schon 50% jetzt erreicht haben. Und dann auch bald die leere Hofstätte haben. Und dann kriegt man einmal im Monat eine neue Familie. Wenn man über 75% Zufriedenheit hat, bekommt man einmal im Monat zwei neue Familien. Also wir müssen jetzt konstant dafür sorgen, dass wir jeden Monat immer wieder eine freie Hofstätte haben, um jetzt konstant Bevölkerungswachstum zu bekommen. Das wird jetzt ganz entscheidend sein. Ich denke, wir beginnen mal mit einer Gerberei. So, die Gerberei holt das Leder, glaube ich, aus dem Lagerhaus. Ich glaube nicht, dass sie das direkt vom Jägerlager bekommt. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Sie bringen die Produkte aber auch wieder ins Lagerhaus. Insofern ist ein Standort hier in der Nähe nicht schlecht. Aber ich wollte... Ich glaube, das werde ich jetzt mal anpassen. Ich wollte diese Wege ein bisschen an dieses Rundlinks-Schema anpassen. Deswegen werde ich jetzt hier mal Straßen entfernen, um das nochmal ein bisschen neu zu gestalten. So. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Das geht natürlich jetzt nicht so richtig cool rund. Der verkauft schon Brennholz, ja. Und preist dies an, aber da werden wir kein Gebäude mehr hinbekommen. Ja. Firewood. Ja. Warte mal, da bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit dieser Rundung. Das ist jetzt gerade mal für unsere Infrastruktur nicht so gut, wenn ich das hier alles wegmache, aber wir sollten das einmal ordentlich hier gestalten. So, versuchen wir das also nochmal. Die Straßen hier. Na gut, ich schließe es doch hier direkt an, aber das wird dann sehr geknickt. Aber es ist schwer zu vermeiden. So. Wo will ich hin? Ach, da will ich schon hin, okay. Ja, das ist nicht so gut gelungen, die Krümmung. Man kann die Krümmung auch ein bisschen anpassen, aber das ist ein anderes System, als wir das vielleicht bei Workers oder so kennen. Dann wird da so eine sehr unregelmäßige Linie draus. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Also ihr seht es, dann macht er so wilde Krümmung. Das ist auch nicht mein Ansinnen. Ja, das geht schon. Nee, das hinten sieht noch nicht so gut aus. Tut mir leid, Leute, muss noch ein bisschen verfeinert werden. So, damit leben wir jetzt. Allerdings, das Thema Kirche bewegt mich jetzt doch nochmal ein bisschen. Halt, wir müssen diese Anschlüsse jetzt erstmal noch fertig bekommen. Das wird da noch mit angeknüpft. Das hier runter und aber auch in die Richtung. So.
Und wir gehen sogar so weit, dass wir hier rum auch nochmal gehen. Das ist okay. Ja, jetzt lasst mich überlegen. Ist die Frage, kriegt man die Kirche jetzt hier irgendwie integriert? Also ich will einfach nur mal die Größenordnung prüfen. Oh Gott, nee. Das ist ein dolles Ding. Nee, dann würde ich sagen, die platzieren wir lieber eher hier hin. Ja. Oder wir schlagen den Bogen noch großzügiger. Könnte man auch machen und nehmen die Kirche hier rein. Wir könnten den. Oder wir nehmen den Halbbogen wieder raus. Probiere ich das mal. Auch eine interessante Option. Lass uns das kurz mal ausprobieren. Also. Ich jetzt hier platziere. Warum? Achso, weil ich die Ware nicht habe. Ja, ist klar. Ich kann auch das Einrasten ausschalten. Dann hat man noch ein bisschen mehr Kontrolle. Könnte man auch machen. Dann man könnte es sogar noch radikaler machen, indem man den Mittelweg rausnimmt. Dann hätte man es richtig ins Zentrum gerückt. Die Frage ist, kriegt man hinten dann noch... das sieht so aus, als würde es nicht mehr gehen. Man da noch eine Straße vorbeigeführt bekommt. Ganz knapp. Nur wahrscheinlich nur, wenn es so platziert wird. Aber das ist nicht ganz symmetrisch. Finde ich aber auch nicht schlecht. Könnte man vielleicht machen, ja? Müsste man den Mittelweg anders planen. Halten wir uns mal diese Option offen, würde ich sagen. Das heißt, ich nehme das hier nochmal raus. Das auch. Bringen die Straßen erstmal nochmal hier so zusammen. Und das überlege ich mir nochmal. So, also das ist jetzt... Die Rundung ist komplett weggegangen jetzt. Ach Gott. Firewood, Firewood. Vielleicht lasse ich das auch. Wir machen halt den Rundling nur auf der Seite. Und auf der Seite sind halt bestimmte Betriebe. Nee, tut mir leid. Ich versuche das hier nochmal. Also wir versuchen das mit der Kirche schon noch hinzubekommen, aber hier möchte ich das irgendwie so ein bisschen rund haben. So eine Dreiviertelrundung. Da bleibe ich bei. Das will ich hinbekommen. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier gerade doppelt mache. So, bis hier machen wir das jetzt erstmal. Das platzieren wir da ran. Das auch erstmal. So kann das bleiben. Hier wird schon was Schickes noch hinkommen. Beziehungsweise, wenn die Kirche wirklich hinkommt, müssen wir hier noch wieder was wegnehmen. Aber das passt schon. Aber eigentlich habe ich einen Platz gesucht, um jetzt diese Sägegrube zu platzieren. Das wäre nämlich das nächste. Und die ist auch gar nicht so groß. Firewood. Aber so mitten ins Dorf will ich sie dann doch nicht bauen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Vielleicht hier an die Kante. Das würde mir besser gefallen. Ja. Dann muss das nur von dort nach dort gebracht werden. Man könnte es auch einfach hier hinten hin machen. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Dann machen wir nämlich einen Weg hier rüber. Hier ran. Und du gehst hier unten noch mit ran. Genau. Das ist dann dezent hinter den Büschen verborgen. Das gefällt mir gut. So, wir haben ja auch schon diese Hofstätte frei, in die Personen einziehen können. Und wir sehen, wir sind bei 52%. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Und das wird eine richtige Sägegrube. Das ist sehr cool. Wenn das fertig gebaut ist, werdet ihr sehen, was der Sinn dieser ganzen Angelegenheit ist. So, hier wird im Moment nicht viel eingelagert. Das Brennholz wird nämlich jetzt direkt von den Brennholzmachern auf dem Markt verkauft. Da steht jetzt auch einer.
Perhaps he simply does not know how to cook properly. Und das sind die Leute jetzt aus den einzelnen Häusern, die sich das von dort holen, ne? Problem ist, wie gesagt, dass dadurch einer von den Brennholzmachern die ganze Zeit beschäftigt ist, am Markt zu stehen. Beziehungsweise, ja, das dorthin zu transportieren. Wobei, warte mal, ich sehe gerade, da stand doch einer, aber es ist definitiv keiner von den dreien. Habe ich hier Quatsch erzählt? Wer steht denn da jetzt bitte? Nee. Ha, schaut mal. Step right up and sample. Jetzt steht keiner mehr da. Das ist also der Punkt, ja. Insofern, wir brauchen natürlich jemanden, der hier das Lagerhaus betreibt, damit der sich darum kümmern kann. So, wir beobachten aber mal weiter den Bau dieser Sägegrube. Die Sägegrube muss immer mit Holzstämmen beliefert werden, deswegen ist das ganz praktisch, wenn das hier nebenan liegt. Wobei, dass hier die Büsche direkt über den Weg wachsen, gefällt mir nicht. Das werden wir natürlich verändern. Warte mal, wie können wir den Kreis irgendwie kleiner machen? Geht offenbar nicht. Mit Shift, mit Alt geht's nicht. Na gut. Dann müssen wir doch die Büsche hier entfernen. Da, glaube ich, geht das gerade noch so. Obwohl, das steht auch schon fast auf dem Weg. Hätten wir auch nicht. Nehmen wir auch nochmal weg. Gibt es sonst noch irgendwo Büsche, die weg müssen? Nö. So, langsam ist auch der Moment gekommen, wo ich vielleicht mal auf eine höhere Geschwindigkeit gehe, weil wir jetzt wirklich darauf warten, dass hier der Monatswechsel kommt und wir eine neue Familie bekommen. Aber solange hier irgendwas passiert, solange wir etwas beobachten können, sollten wir es auch tun. Und wir sehen hier gerade noch den Fertigbau der Sägegrube. Sehr schön. So, und jetzt werden wir eine Familie hier zuweisen, damit die Produktion von Brettern beginnen kann. Ja, damit wir die Kirche bauen können. Und ich wollte ja eigentlich auch noch die Gerberei starten. Ne? Ja, das heißt, auch die müssen wir irgendwo platzieren. Ja. Also hier wäre ein möglicher Platz, aber ich tendiere eher hierhin. Es war ein bisschen entfernt vom Lagerhaus. Aber ich glaube, es ist auch sehr stinkig. Das möchte man auch nicht so richtig in Ortsnähe haben. Ich denke, das geben wir jetzt mal in Auftrag. Was haben wir hier? Allgemeines Lager voll. Das betrifft aber nur dieses. Das ist nervig, dass wir hier diese Anzeige bekommen. Das sollte abgestellt werden, weil die Sägegrube selbst hat nur ein Bauholzlager. Insofern ist es ganz normal, dass das Ganze voll ist. Man kriegt aber trotzdem immer hier die Nachricht. Das ist unschön. So sieht das im Übrigen jetzt aus. Also jetzt liegt der Balken hier. Und dadurch, dass es eine Grube ist, kann man die Säge entsprechend gut ansetzen. Wir werden das jetzt sehen, wenn hier gesägt wird. Da haben wir es. Ihr seht im Übrigen auch Söldnerkompanien, die verfügbar sind, die man anheuern kann. Aber das ist noch weit von uns entfernt. Dafür brauchen wir Geld in der Schatzkammer. Ich glaube, das kriegen wir erst, wenn wir so ein Herrenhaus haben. Bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. So, hier werden die Bretter jetzt erstmal gelagert, weil wir noch hier niemanden im Lager haben. Und leider sind wir wieder auf unter 49%. Das ist ja jetzt super ärgerlich. Wir sind im Juni. Oh nein. Wie ist denn das passiert? Irgendwo ist die Lebensmittelvielfalt kurzfristig verloren gegangen. Eier sind jetzt eigentlich da. Ich weiß nicht. Wir hatten schon plus 3. Im Moment gibt es keine Lebensmittelvielfalt. Kann ich mir nicht erklären. Die ist doch da. Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil der Monat neu ist, müssen sie erstmal neu zum Markt gehen und checken, dass es cool ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir sehen hier, der Brennholzhauer handelt selbst. Ne? So ist es. So, schaut, jetzt gehen wir hoch auf 49%. Oh, ich weiß nicht.
Nicht, dass wir jetzt das Wachstum des Monats verpasst haben. Das wäre wirklich ärgerlich. Nun gut, wir bereiten schon mal die Gerberei vor. Das ist das nächste wichtige Gebäude für uns. Und das finden wir, glaube ich, hier unter Industrie. Gerberei, genau. Baukosten 4. Können wir uns locker leisten. Das wird dann hinter der Kirche stehen. Vielleicht nicht allzu weit. So bis hier. Okay, 49. Ich verstehe es nicht ganz. Ach so, ja. Wir müssen natürlich jetzt Leute haben. Jetzt sind wir bei 50. Wir werden jetzt nicht die Brennholzleute, sondern die Sägeleute. Wo haben wir die eigentlich? Hier. Ja, wir müssen auch dringend Bäume anpflanzen. Die werden wir abziehen, weil 12 Bauholz reicht jetzt erstmal für eine gewisse Zeit. Die sollen das Ganze bauen. Das passt. Die holen schon das Holz von relativ weit her. Ihr seht, das sind hier nur noch Büsche. Ein paar junge Bäume sind nachgewachsen von selbst. Aber es reicht nicht, um das nachhaltig zu bewirtschaften. Dazu brauchen wir einen Förster. Und hier wird sehr schön das Brennholz gelagert. Im internen Lager. Ist aber noch gut Platz. Du bringst jetzt das Holz direkt hier zur Säge, Grube Gut. Als nächstes wäre dann die Gerberei, wo 4 Stämme benötigt werden. Und unser Ochse Veit wird die sofort von hier holen, vielleicht auch irgendwo aus dem Wald holen, um sie dorthin zu bringen. Wir sind bei 50%. Wir haben jetzt wieder plus 1 Lebensmittelvielfalt. Ich hoffe sehr, dass damit jetzt wir einen Zugzug noch im Juni erhalten, aber ich fürchte, wir haben irgendwie den Zeitpunkt verpasst. Das war gerade unglückliches Timing und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir hätten besser machen können. Aber so ist das manchmal. So. Okay, also der Ochse holt tatsächlich Holz irgendwo aus dem Wald, was die Holzfäller dort liegen gelassen haben. Wir können auch mal schauen, die Jäger, das Vorkommen ist immer noch üppig, das heißt, eine Jägerfamilie, völlig unproblematisch. Wir überjagen nicht, das ist kein Problem. Aber, was bald wieder ein Thema sein wird, dass hier das allgemeine Lager voll ist, dann werden die erst einmal nichts weiter jagen. Wir haben aber Nahrung für 11 Monate, das ist insofern okay. Brennstoffe für 4 Monate ist auch okay. So, da kommt Veit. Hier lag irgendwo ein Baumstamm. Bringt er zur Baustelle. Tja, also der Juni ist wohl verpasst. Im Moment haben wir wieder 51%. Also ich kann mir jetzt nicht erklären, warum wir hier gefallen sind auf unter 50%. Warum der Effekt, den ihr hier seht, jetzt unter die letzten 30 Tage, warum der verloren gegangen ist. Na gut, es ist, wie es ist. Okay. Das erste Holz ist da. Das bedeutet, die Arbeiter können kommen. Und ich vermute, dass Veit jetzt von hier Holz holt. Im Übrigen, die Anzeige hier, 9 Bauholz, bezieht sich immer auf alles, was im Lager liegt, aber auch alles, was irgendwo rumliegt, was noch nicht gesammelt wurde vom Ochsen. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, wer da gerade mit dem Ochsen herumgeht. Das ist meines Wissens auch die Familie, die jetzt keine Arbeit hat, die jetzt bei den Bauarbeiten beschäftigt ist. Die nutzt dann auch immer den Ochsen, um die Sachen hin und her zu transportieren. Das heißt, hätten wir jetzt gerade keine Familie, die für Bauarbeiten bestellt ist, dann würde auch niemand, wenn ich das mitbekommen habe, Holz hier zum Sägewerk bekommen. Und das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem. Ihr seht das jetzt. Dieser Ochs ist jetzt erstmal ganz schön damit beschäftigt, Holz hier hinzubringen. Baustellen haben immer Vorrang. Das heißt, die Zimmermannsfamilie hier, die arbeitet jetzt nicht weiter, weil niemand
ihr Stämme bringt. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass auch die Sägegrube einen eigenen Ochsen hat, damit das immer bewerkstelligt ist. Aber den muss man sich leisten können. Dazu braucht man eine Tierhandelsstation und ich glaube 20 Vermögen. Außerdem, ich hatte es schon erwähnt, in meinen Tests... das ist unangenehm. Die Banditen haben uns jetzt erstmals was gestohlen. Und zwar 8 Werkzeuge. Das ist schon sehr unangenehm. Das ist vermutlich das Wertvollste, was wir überhaupt besitzen. Was die stehlen, ist, glaube ich, immer ziemlich zufällig. Es hätte jetzt auch einfach Steine sein können oder Brennholz oder Häute. Aber da haben sie uns jetzt echt das Wertvollste gestohlen. Also, was hat es damit auf sich? So wie ich das verstanden habe, ist das einfach folgendermaßen. Sobald es irgendwie ein Räuberlager auf der Karte gibt, gibt es unregelmäßig solche Diebstähle. Das Blöde daran ist, und das finde ich vom Game Design auch nicht wirklich gut gemacht, das sind einfach nur so nervige Events. Es ist also niemand auf der Karte, kein Bandit, der hier reingeschlichen ist und sich wirklich was gestohlen hat, sondern es passiert einfach, es verschwindet aus dem Lager. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit, das jetzt irgendwie rein spieltechnisch zu verhindern. Es wäre ja möglich, dass man irgendwie so Wachposten aufstellt oder was weiß ich, Wachtürme, um irgendwie da was zu tun, aber das geht alles nicht. Man muss halt, und das ist der Anreiz, der wohl dann dahinter liegt, man muss halt irgendwann eine Truppe entsenden, um die Banditen zu bekämpfen und zu vernichten. Ja, und das ist auch relativ schematisch noch. Also so ein Banditenlager hat halt immer 16 Leute, die so, ja, ihr seht es, einigermaßen leicht bewaffnet sind. Mit Keulen und sowas. Und ich sag mal, mit der 20-köpfigen Miliz würde man die, glaube ich, schon besiegen können. Allerdings ist das auch ein weiter Weg, den man da einschlagen muss. Und derweil fehlen natürlich die Arbeiter zu Hause. So, wir haben 52%. Das hatten wir schon mal. Ich hoffe mal, dass es jetzt reicht, dass wir den Zuwachs bekommen. Dass wir nicht wieder am Monatswechsel das Ganze verlieren. Jetzt ist erstmal die Gerberei fertig gebaut. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Familie, die wir dorthin senden können? Ups, jetzt bin ich aus Versehen rausgezoomt. Ja, wir werden, glaube ich, erstmal hier nochmal schnell... Oder wir bauen eigentlich... Wir sollten die Kirche dann als nächstes bauen. Dazu brauchen wir 20 Bretter. Wenn dieser Stamm verarbeitet wird, haben wir schon 15 Bretter. Insofern lassen wir das, glaube ich, jetzt mal so. Soll hier ruhig weiter gesägt werden. Gerberei wäre schön, weil wir dann schon das nächste Bedürfnis erfüllen, nämlich Bekleidung. Dann hätten wir alle Bedürfnisse erfüllt und könnten die Hofstätten upgraden, auf Stufe 2 bringen. Das wiederum hat den Vorteil, erstens, dass wir hier Werkstätten errichten können, was noch nicht so ganz so entscheidend ist, aber jedes Stufe 2 Haus, jede Hofstätte bringt uns ein Regionsvermögen. Das wären dann schon plus 5 pro Monat. Das ist so ein nettes, passives Nebenbei-Einkommen. Bevor wir dann irgendwann richtig Handel betreiben, was dann der eigentliche Weg ist, um an Vermögen zu kommen. So. Okay. Jetzt haben wir schon 15 Bretter. So, jetzt müsste, schaut mal, der Ochse steht jetzt am Anbindebalken. Jetzt müsste die nicht zugewiesene Familie müsste jetzt eigentlich noch direkt einen Stamm dorthin bringen und dann haben wir 20 Bretter. Ja, wahrscheinlich kommt der jetzt direkt hin. Dann können wir die Kirche in Auftrag geben. Oder fehlt da noch was? Ich muss mal kurz prüfen. Kirche. 5, 20, 10. Nee, genau, das haben wir. Dann hätten wir alle Voraussetzungen und damit auch nochmal eine höhere Zufriedenheit. Wenn die dann gebaut ist, können wir den einen in die Gerberei schicken. Genau, um dann alle Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, die Kirche, wobei die Kirche, die muss ja auch von einer Familie betrieben werden. Also es ist einfach dringend, dringend nötig, dass wir jetzt Leute bekommen. Okay, also der eine
Bau... Die eine Baufamilie wird jetzt im Moment nicht benötigt, aber es wird ja jetzt gleich jemand kommen zur Sägegrube. Insofern brauchen wir jetzt nicht unnötig hin und her wechseln. Nahrung 11 Monate, Brennstoff 5 Monate. Das passt ganz gut. Ja, also wir müssen jetzt jeden Monat eine Familie haben. Jetzt muss das Wachstum kommen, weil wir brauchen einen in der Gerberei, einen in der Kirche. Wir brauchen einen Förster, das sind die nächsten drei wichtigen Berufe. Wir brauchen eigentlich dringend jemand im Lagerhaus, der dann die Marktstände bedient und, und. Das heißt, die nächsten vier Berufe sind schon klar. Jetzt brauchen wir das Wachstum. Bauholz 6 ist dann auch schon wieder knapp. Da muss dann also auch jemand wieder Holz fällen. Eieiei. So, aber wir haben jetzt die 20 Bretter. Okay, das ist jetzt der Moment gekommen. Ich würde sagen, wir nehmen den auch jetzt wieder raus aus der Sägegrube. Und bringen den erstmal wieder ins Holzfällelager. Und starten jetzt mit der Kirche. Und dafür wollte ich diesen Weg hier nochmal wieder entfernen. Keep your hearth warm. Ja, und wir gucken mal. Ich glaube, es passt jetzt noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich will nicht einrasten. Ja, so geht es erstmal grundsätzlich. Nein. Oh Gott. Ich hoffe, ich kriege die Ressourcen wieder. Das wäre jetzt bitter. Ja, ich habe alles wieder bekommen. Da habe ich mich jetzt verklickt. Das ist auch vom Interface nicht optimal. Das Linksklick geklickt halten, drehen ist und Linksklicken wiederum platzieren. Das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. So, wir nehmen jetzt nochmal ein bisschen die Straße weg. Ich weiß, das ist jetzt zum dritten Mal, dass wir die bauen. Aber ich will jetzt die Kirche erstmal so vernünftig platzieren, dass wir dahinter noch einen Weg lang bekommen. Das wird jetzt knifflig. Und, ja genau, da bin ich mir nicht so sicher, ob das überhaupt geht. Ja, jetzt ist die Frage, kann man dahinter noch einen Weg platzieren? Sagen wir mal, so könnte es klappen. Das ist dann nicht ganz im Rundbereich, aber fast. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Ich bin gespannt. Das ist jetzt das Entscheidende. Passt das? Nein, es passt gerade so nicht. Ah, okay, hilft nichts. Vielleicht platzieren wir erst den Weg. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das dann die bessere Methode, um sicherzustellen, dass das geht. Wahrscheinlich, ne? Dann versuchen wir jetzt es erneut. Ja, schaut mal. Da sehen wir schon, was geht und was nicht. Könnte mal probieren, ob so rum, ob es wirklich quadratisch ist. Vielleicht gefällt mir es so auch besser. Nee, ich finde, es sind zwei Eingänge. Einer weiß zum Dorf, einer da zur Seite. Das finde ich besser. Also machen wir es so. So, jetzt haben wir es. Jetzt nochmal die Wege vervollständigen. Jetzt machen wir hier eine Runde. Aber die ist halt dann nicht symmetrisch. Was ich in Ordnung finde. Was ich in Ordnung finde. So. Und hier kommen wir jetzt aber wieder mit der alten Runde. Ja, gehen wir von mir aus hier hin. Und die bringt uns dann da ran. Ja, das kann man so machen. Und man könnte natürlich jetzt hier auch noch direkt rübergehen. Und was wir dann dahin machen, das sehen wir dann noch. Ich denke, das ist gut so. So, wir haben jetzt eine Familie, die baut. Wir haben noch dreimal Bauholz. Aber die Kirche, die sollte auch zügig gebaut werden. Vielleicht werden wir die dann doch für die Baumaßnahmen jetzt erstmal nutzen, weil das ist ein großer Bau jetzt. So, und wir haben 54%
mit plus 5 Lebensmittelvielfalt. Damit sollte aber jetzt das Wachstum sichergestellt werden. Step right up and sample. Schön, wie sie hier nebenbei auch immer Wasser holen. Also grundsätzlich gefällt mir dieser Rundlingscharakter, weil das natürlich auch nicht nur gut aussieht, sondern die Entfernung optimiert hier. So, das war der Moment des Ausschnaubens. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Wenn ich hier und da einfach mal abtauche, dann liegt das daran. Ja, das wird jetzt ein aufwendiger Bau. Wir benötigen nicht nur 5x Bauholz, sondern auch die 20 Bretter und die 10 Steine. Aber ich denke, es passt sich dann gut ein in den Charakter. Und hier werden wir, ja, wahrscheinlich keine 2 Grundstücke mehr reinbekommen. Aber vielleicht macht man hier eins und dann so schräg eins. Das würde auch ganz gut passen. Dann haben wir auch nicht so eine super hässliche Symmetrie dabei. So, jetzt geht's aber richtig ab. Wir sind bei 55%. Das läuft jetzt richtig gut mit der Vielfalt. Okay, ich würde aber sagen, wir werden jetzt mal ein bisschen schneller laufen lassen. Weil ansonsten dauert es doch hier sehr, sehr lange. Wir werden trotzdem natürlich beobachten, was hier passiert. Die Leute bringen die Bretter. Veit bringt das Bauholz. Wir brauchen insgesamt 5. Ihr seht es. Was machen eigentlich unsere Mohrrüben hier hin? Ah, schaut mal. Das Gemüse, das wächst schon ganz gut. Hier drüben. Oh, hier haben wir so ein bisschen Kohl. Und da, das könnten rote Rüben sein oder sowas. Neun Bretter, 3x Bauholz, noch keine Steine. Okay. 12 Monate Nahrung, 7 Brennstoff, das ist alles gut. Zufriedenheit steigt auch. Ab jetzt werden wir jeden Monat Wachstum haben, das prognostiziere ich euch. Und dann wird es auch Schlag auf Schlag vorangehen. So, wir haben den Juli. Und schaut mal, es geht immer sofort. Ach, ist interessant. Das geht sofort zurück. Die letzten 30 Tage werden negiert. Aber der Moment ist gekommen. Eine neue Familie ist eingezogen. Wir haben es geschafft. Okay, das ist super. So, insofern jetzt überlegen, was ist jetzt erstmal das Wichtigste? Ich denke, 2 sollten bauen. Ich würde sagen, dann kommt einer jetzt hier in die Gerberei. Und was natürlich auch relevant ist, wenn das fertig gebaut ist, müssen wir natürlich die nächste Hofstadt gleich haben. Die können wir eigentlich direkt schon mal planen, weil dann kann der Ochse schon das Zeug dahin bringen. Weil wir wollen natürlich jetzt in jedem Monat eine neue Familie haben. So, und jetzt die Frage, wir könnten das so schräg stellen, ist auch ganz cool irgendwie. Das geht nicht. Das würde gehen. Ist hinten dann ein bisschen komisch, aber klar, soll ja hinten auch nochmal ein Weg kommen, passt schon. Insofern, ja, klar, das wird die nächste Hofstätte. Aber das hat natürlich jetzt Priorität, damit wurde angefangen. Aber da schon alle 5 Bauholz hier liegen, wird der Ochse jetzt als nächstes die 2 Bauholz dorthin bringen. Hier übrigens kann man sich anzeigen lassen, ob man den Überschuss sieht oder das, was faktisch da ist. Das heißt, wir haben hier zwar irgendwo 8 Bauholz liegen, aber das ist alles reserviert für die Baustellen. Deswegen ist faktisch nur noch 1 Bauholz zur Verfügung. 2 sind nämlich auch dann hier schon für die Hofstätten reserviert. Das ist auch eine sehr praktische Anzeige. Gut. Hier ist immer noch nicht alles da. Hier fehlen Steine, aber langsam müsste man eigentlich anfangen können. Aber offenbar geht's nicht ohne Steine.
Da hinten zieht unser Ochse schon wieder die Stämme hin. Das ist schön. Und jetzt beginnt der Bau der Kirche. Jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen langsamer machen, um die Baumaßnahmen Schritt für Schritt zu bewundern. Es wird eine Holzkirche mit einem Steinfundament. Interessanterweise ist jetzt ein Bekleidungsstand gebaut worden, weil wir ja jemanden schon, glaube ich, zur Gerberei geschickt haben. Genau. Hier wird zwar noch nicht gegerbt, wobei Leder ist schon da. Sehr schön. Sehen wir hier übrigens. Die Lederbündel und... Die werden jetzt auch durch die Familie dort am Markt verkauft, womit wir dann ein weiteres Bedürfnis erfüllen können. Aber, ich wiederhole, es ist viel, viel besser, wenn das über das Lagerhaus verkauft wird, weil die Leute sich dann komplett auf die Produktion konzentrieren können. Wir brauchen aber die nächste... Na, mal sehen. Wir müssen gucken. Eine Familie muss auf jeden Fall hier in der Kirche dann arbeiten, als ja, Fachstelle. Und Totengräben. Doppelfunktion. Watch your head there. So, das geht aber hier jetzt sehr, sehr gut voran. Zwei Familien, die daran arbeiten. Eine Familie muss definitiv auch weiterarbeiten, weil hier hinten muss natürlich auch gebaut werden. Aber ich sehe gerade, okay, die teilen sich offenbar den Bau. Das heißt, eine arbeitet dort und eine dort. Finde ich nicht schlecht, weil wir wollen vor Monatswechsel gerne fertig werden, auch mit dieser Hofstätte, damit wir gleich die nächste Familie bekommen. Wichtig, wichtig. So. Da wird der Holzturm vorbereitet. Schön. Ich frage mich, ob man so einen einzelstehenden Baum, ich spinne jetzt einfach mal, ob man den, ach, wir haben nicht genug Bauholz, dass ich das testen kann. Ob man den halt auch in so eine Hofstelle integrieren könnte. Na, wahrscheinlich würde der Baum gefällt werden. Im Moment haben wir nicht genug Bauholz. Fände ich ganz hübsch, wenn so ein Baum einfach stehen bleiben würde. So, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, vor Monatswechsel hier die nächste Hofstelle zu haben. Insofern war diese Annahme, dass der aktuelle Bau dann immer Priorität hat. Man kann Prioritäten übrigens auch verändern. Hier. Nicht ganz richtig. Offenbar, wenn es mehrere Familien gibt, teilen die sich dann auf. Möglicherweise hätte ich vielleicht hier auf Priorität geklickt, würden beide Familien hier ranbauen. Das ist gut möglich. Ah, wir sehen übrigens die schönen Symbole hier schon. Auch entzückend hier solche Details. Die Holznägel, die wir hier sehen. Die Zimmermannsverbindung, der Balken. Ist zwar nicht hundertprozentig original, aber es sieht auf jeden Fall nach was aus, sagen wir es mal so. Sehr schön. Bald ist sie fertig, unsere kleine Kirche. Die Steine, glaube ich. Obwohl, ich glaube, nee, der Zaun wird aus den Brettern gemacht. Ne? Die Steine waren es fürs Fundament. Die Bretter vermutlich auch, naja, für die Bebretterung logischerweise. Aber der Zaun, der wird ziemlich aufwendig. Ihr seht es hier. Jetzt sind zwei Familien hier am Arbeiten. Weil die Hofstätte ja schon fertig ist.
Und das Schöne ist, das kann ich ja gleich mal vorwegnehmen, wenn die Kirche fertig ist, wird ihr Glockenschlag uns immer den neuen Monat verkünden. Daran wird man das dann Step right up and sample. Da haben wir es. Die Kirche ist fertiggestellt. Wir werden eine Familie dort zuweisen. Und wir können sogar den Klang der Glocke bestimmen. Poor quality, is it? Impossible. You'll not find wares anywhere else. Step right up and sample. Ich weiß nicht. Was war das letzte hier? Ja, lassen wir mal so. Das klingt doch ganz gut. Ja, liebe Leute, ein wichtiger Fortschritt. Wir werden jetzt mal noch die letzte Familie wieder ins Holzfällerlager bringen. Wir brauchen nämlich mehr Bauholz. Und vorerst warten wir dann auf den Monatswechsel. Und hoffen, dass wir eine neue Familie hier bekommen. Und dann können wir Stück für Stück jetzt weitermachen. Gerberei haben wir jetzt besetzt. Das heißt, die Bedürfnisse sind mehr oder minder erfüllt. Ihr seht es hier. Upgrades wären möglich, wenn wir hier das entsprechende Bauholz haben. Das würde uns Regionsvermögen geben. Womit wir die Hinterhöfe dann auch wieder effizienter nutzen können. Das kostet ja auch Regionsvermögen. Allerdings hatte ich ja gesagt, es gibt noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Erstens, dass das Lagerhaus besetzt ist und zweitens, dass wir ein Forsthaus haben. Insofern wäre, glaube ich, das Forsthaus das nächste Projekt, was wir angehen müssen. Dafür allerdings muss erstmal wieder ein bisschen Holz geschlagen werden vom Holzfäller. Ich bin aber am Überlegen, ob wir erstmal dem Holzfäller sagen, bitte mach erstmal hier. Hier können wir übrigens den. Mach erstmal hier weiter. Damit wir das hier. Wobei das ehrlich gesagt gar nicht so entscheidend ist. Es würde wahrscheinlich sowieso gefällt werden, wenn wir hier weitere Gebäude bauen. Ich glaube, es war keine gute Idee. Wir machen das mal nicht. Wir werden das wieder frei machen. Der soll einfach den nächstmöglichen Bereich nehmen. Wobei bei den Tieren in die Richtung dürfte auch nicht mehr weitergehen. Ne? Ja, wir brauchen das Forsthaus. Ist schon das Wichtigste. Gut, liebe Leute. Aber wir sind wieder ein schönes Stück vorangekommen. Die Kirche ist im Dorf. Und es macht jetzt schon ein schönes Dorfbild hier. Prima. Entzückend. Leather. Perfect for boots, belts and entzückend anzusehen. Schön. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald.